Grüße euch. Wir sind morgen in Köln mit 2 Startern vertreten. Das sind die einzigen beiden Starter, die wir am Wochenende haben. Auch bei uns wird es jetzt langsam ruhiger. Die Saison neigt sich dem Ende zu. Und den Anfang morgen macht unser 2-jähriger Orient ist da. Orient ist da, konnte schon sein Debüt vor einigen Wochen geben in Düsseldorf mit einem 2. Platz. Das war sehr ordentlich gewesen. Und das Rennen wurde im Nachhinein nochmal sehr aufgewertet. Der Sieger damals in Düsseldorf war Lazio gewesen. Und Lazio konnte schon für einiges an Furore sorgen. Und ich denke, dass Orient ist da auch einiges an Talent besitzt. Er ist ein recht großes Pferd. Die Düsseldorfer Bahn war damals nicht sehr ideal für ihn gewesen von der Linienführung, aber dafür hat er sich sehr gut geschlagen. Die Kölner Bahn sollte ihm entgegenkommen morgen, lange Linien und er ist ein Galoppierer. Auch die längere Distanz sollte ihm entgegenkommen und wir schauen dem Rennen ganz optimistisch entgegen. Er sollte schon auf einen der vorderen Plätze landen. Die Arbeitsleistungen waren ordentlich gewesen. Unser 2. Starter am Wochenende noch wird sein St. Marie. St. Marie konnte in Mülheim beim letzten Start den 2. Platz in einem Listenrennen belegen. Da ging es über 3.300 Meter und dieses Mal nur über 3.000. Bei ihr wissen wir aber, sie kann schweren Boden. Sie mag es, wenn der Boden so ist. Sie kommt damit sehr gut zurecht und auch die lange Distanz macht ihr nichts aus. Natürlich anspruchsvolle Gegner drin, Gewinn ist schwer, wird großes Fragezeichen sein, ob sie da gut genug für ist, aber wir zielen auf eine Platzierung mit ihr, um nochmal ihren Wert für die Zucht zu steigern. St. Marie wird dieses Jahr ihr letztes Jahr als aktives Rennpferd absolvieren und geht danach in die Zucht, wo man mit ihr dann erfolgreich nachkommen zeugen möchte. Ja, dann drücke ich Einheit zum Bein und bis zum Wochenende.